Damen und Herren, die positiven Anteile von diesem Hochschulreformgesetz sind hier schon verschiedentlich genannt worden, sind auch teilweise von der Opposition anerkannt worden. Die Zulassung zum Studium wird erweitert. Es wird die Förderung der Gleichstellung von Frauen weiter unterstützt. Es gibt auch eine Absicht, die Prüfungsdichte zu reduzieren, um das auch zu sagen, die wir begrüßen und die wir auch ja eingefordert haben. Und es gibt eine sinnvolle Neuregelung für Studierende mit Behinderung, um dort weiter unterstützend zu wirken. Wir müssen aber leider feststellen, meine Damen und Herren, in wesentlichen Bereichen, die wichtig sind für die Studierenden und für die an der Universität Beschäftigten und für die Qualität von Lehre und letztlich auch von Forschung, gibt es nicht genügend umsteuern, wie wir uns das vorstellen. Das kann ich Ihnen gleich noch vortragen. Wir brauchen auch genügend Studienplätze. Auch das ist ein Problem. Wir haben in der Anhörung gehört, da klemmt es und kneift es. Die Universitäten, die Hochschulen haben verständlicherweise den Wunsch, die Kapazitäten nicht ausufern zu lassen, weil sie eben so knappe Mittel haben, wie sie uns schon oft vorgetragen haben. Und wir müssen deswegen sagen als Linke, es ist einfach nicht zum Nulltarif zu haben, was wir an guter Lehre und an guter Forschung brauchen und auch was wir an Studierbarkeit brauchen. Wir haben dazu die entsprechenden Anträge hier wiederholt gestellt. Was wir konkret fordern, möchte ich Ihnen in 8 Punkten darstellen und später im Wissenschaftsausschuss mit Anträgen und dann auch hier in der zweiten Lesung noch im Einzelnen darstellen. Die 8 Punkte im Überblick beziehen sich zuerst auf die Lernbedingungen. Da geht es um mehr freie Gestaltung, mehr Möglichkeit für vertieftes Lernen und nicht ein Überfrachten mit Prüfungsstoff, das sogenannte Bulimie-Lernen, was die Studierenden so befürchten und was sie absolut ablehnen, was sie absolut frustriert. Und dieser Umsteuerungsprozess muss noch verstärkt werden. Wir haben hier immer wieder die Klagen der Betroffenen, denen hier die Zuversicht immer wieder auch abhandenkommt, dass hier substanziell sich was ändern wird. Wir haben beim Bachelor- und Masterübergang als 2. Punkt das Problem, dass ich noch nicht sehe, dass es wirklich gesichert ist, dass jeder Bachelor-Abschluss dann auch berechtigt und die praktische Möglichkeit in Bremen nach sich zieht, ein Masterstudium zu machen. Wenn Sie das mittlerweile so hier eingerichtet haben, würde mich das interessieren, würde ich das begrüßen. Ein, finde ich, wichtiger Punkt und nicht nur im Lehrerstudium. Da habe ich das allerdings schon gehört, aber das muss generell möglich sein, eine Forderung berechtigterweise der Studierenden, die nicht dann auf einem halben Abschluss sitzen bleiben möchten, dass da nicht also ausgesiebt wird, sondern das Recht. Wir haben eine Regulierung für den praktischen Übergang nötig. Das haben die, ist von Seiten der Hochschulen gekommen. Ich gehe davon aus, dass in dieser Richtung noch nachgebessert wird. Das kam ja als sehr dringlicher Hinweis von Seiten der Universität. Wir haben drittens die sozialverträgliche Gestaltung des Studiums. Es gibt mittlerweile, wie auch an den Oberschulen und Gymnasien, eine Tendenz, immer wieder auch selbst Kosten beisteuern zu müssen, um zu lernen. Das fängt mit Material an, was teuer sein kann, was mir auch berichtet wurde von Eltern, die darunter zusätzlich leiden, wenn sie knapp bei Kasse sind, dass dies zum Teil bis an die Unmöglichkeit geht, hier das geforderte Material zu kaufen. Das geht natürlich in zusätzlich gewünschte oder erforderliche Sprachkurse, Aufenthalte im Ausland. Und auch die Studiengebühren für Langzeitstudierende treffen gerade diejenigen, die ganz viel nebenbei arbeiten müssen oder die womöglich noch eben als Eltern sind. Das ist alles eine nicht sozial korrekte Gestaltung des Studiums, eine sozialverträgliche, eine soziale Ausgestaltung des Studiums sieht anders aus. Hier hätten wir gerne mehr umsteuern. Das betrifft auch andere Aspekte, nämlich die Studierenden mit Kindern betrifft. Also die Kinderbetreuung ist defizitär, die Wohnsituation ist defizitär und diese Liste ist noch nicht vollständig. Ich komme viertens zum Punkt Ausrichtung auf eine Stärkung der Lehre gegenüber der Tendenz zur Exzellenz und zur Drittmittelorientierung. Das Thema hatten wir schon öfters. Es wäre möglich, das im Hochschulgesetz stärker zu akzentuieren in dieser Richtung. Das fehlt uns. Wir möchten
dass die Hochschulen dazu auch in die Lage versetzt werden. Dazu muss natürlich die Unterfinanzierung aufgehoben werden, mindestens zurück auf den Hochschulentwicklungsplan 4. Das haben wir hier schon öfters eingefordert. Dann können die Hochschulen das auch leisten, was an Lehre nötig ist. Denn das muss durch Menschen passieren, die auch da arbeiten, durch einen Betreuungsschlüssel. Das liegt auf der Hand, dass dies nur mit entsprechenden Mitteln passiert. Was wir herauslesen, ist die Orientierung auf Wettbewerb, steht explizit ja auch drin. Und dann haben wir auf der anderen Seite eine Entwicklung, dass wir sehr teure, sehr erfolgreiche, auch wie es heißt, reiche Studiengänge oder einzelne Situationen haben, auch von Einkommen, von Spitzenverdienern. Wir haben ein neoliberales Auseinanderdriften innerhalb der Hochschulen, wenn Sie das so laufen lassen und wenn Sie weiter auf Leuchttürme, auf Exzellenz, auf das Auseinanderdriften der Qualität und der Ressourcen innerhalb der Hochschullandschaft setzen. Und das haben wir den Eindruck passiert hier mit diesem Gesetzentwurf. Wir werden das mit einem konkreten Antrag dann noch unterfüttern. Wir kommen zum Punkt 5, das sind Vorschriften, die damit zusammenhängen, gegen die zunehmende Prekarisierung in der Lehre. Ich hatte es schon mal erzählt, die extremste Auswirkung wird von den Studierenden uns gesagt, dass Lehrende in Wohnwagen leben, weil sie nicht wissen, ob sie überhaupt sich wirklich niederlassen können hier. Als Beispiel, wir haben natürlich die Situation der studentischen Hilfskräfte, die hier Forderungen seit langem und zum großen Teil vergeblich auf ihre Situation aufmerksam machen. Wir haben Lehrende, die nach Stunden bezahlt werden, die also nicht langfristig planen können. Und das geht bis weit in den sogenannten Mittelbau hinein. Das ist etwas, wo wir die Qualität von unten her in der Hochschule auch im Rahmen der Lehre aufbauen müssen. Sonst werden wir auch keine Spitzenleistung erzeugen. Das ist doch ein logischer Zusammenhang. Das müssen wir doch hier nicht ausprobieren, dieses Prinzip. Wir fördern nur die Spitze. Dann wird auch in der Spitze nicht mehr viel los sein, wenn Sie nicht die breite Basis fördern. Vielleicht nehmen Sie den Fußball als Beispiel. Ja, da können Sie auch nicht, wenn Sie keine Basis haben, eine gute Nationalmannschaft bilden, meine Damen und Herren. So, wir haben und im Übrigen ist es unsozial. Diese prekären Lehrsituationen sind unsozial. Zum Teil wird dort mit der Münze namens Hoffnung dann bezahlt. Wir alle kennen aus bekannten Verwandtenkreis diese Situation, meine Damen und Herren. Wir haben als sechsten Punkt eine Einrichtung einer Stelle einer Migrationsbeauftragten. Die Defizite sind bekannt. Wenn wir uns in den Schulen umschauen und dann in den Hochschulen und dann in den Universitäten, sehen wir hier ein wachsendes Defizit. Je weiter die Qualifikation nach oben zunimmt, desto weniger haben wir hier Kolleginnen und Kollegen, junge Menschen mit Migrationshintergrund. Das ist bekannt und wir finden, die Stelle einer Migrationsbeauftragten analog zur Frauenbeauftragten würde hier helfen. Das wäre dann eine Stelle, die diese vielfältige Querschnittsaufgabe, die sich an der Universität tagtäglich stellt, mit kurz-, mittel- und langfristigen Zielen systematisch bearbeiten. Wir hätten im Übrigen die Verpflichtung, und auch das haben wir hier schon angedeutet, dass die Hochschulen der gesellschaftlichen Verantwortung verpflichtet werden müssen. Und wir wissen alle, dass das betrifft auch den Bereich der Rüstungsforschung. Es wird von Betroffenen immer wieder geklagt, von der Universitätsleitung wird es abgestritten. Man kann es nicht genau definieren. Und genau das wollen wir fordern, dass diese Definition, dass dafür was getan wird, das wird mithilfe von wissenschaftlicher Arbeit typischerweise gemacht. Da fordern wir eine Forschungsstelle zu dem Zweck, dass Rüstungsforschung präzise erkannt, definiert werden kann und auch Vorschläge zum Umgang mit diesem Problem gemacht werden. Denn die ursprüngliche Ausrichtung, die wir an der Bremer Universität hatten, sollten wir beibehalten und dann auch handhabbar machen, dass wir hier keine Rüstungsforschung betreiben wollen, meine Damen und Herren. Als letzten Punkt haben wir, und das haben die Studierenden mit der größten Vehemenz bei der Anhörung zur Sprache gebracht, das Demokratiedefizit. Das Demokratiedefizit, dass man das Gefühl hat, man braucht gar nicht in die Gremien gehen, weil man sowieso keine wirkliche Mitsprache hat. Es wird immer wieder verwiesen auf eine juristische Situation, die das nicht möglich macht. Damit möchten wir uns nicht abfinden. Die Bestrebungen fehlen uns, hier Impulse zu setzen zu mehr und wirklicher Mitbestimmung, die man in diesem Gesetz nicht als Bemühung und als Tendenz und auch nicht als Ansatz einer Veränderung in dieser Richtung findet. Das ist der
letzte Punkt, meine Damen und Herren, die Anträge von CDU und FDP verweisen wir ja höchstwahrscheinlich gemeinsam in den Wissenschaftsausschuss. Dort werden auch von uns dann die konkreten Anträge vorgelegt. Vielen Dank. Als nächster Redner.